Jo Leute, was geht ab? Ich bin heute wieder zu Gast bei Florian Roski und jetzt sprechen wir mal, hi, über das Thema, warum denn eigentlich alle ohne Eigenkapital finanzieren wollen? Das ist eine gute Frage. Das Problem ist generell, dass natürlich Vermögensaufbau immer ein Dreiteiler ist. Der erste Teil beschäftigt sich damit, dass wir unsere Ausbildung machen, überhaupt mal in die Lage versetzt werden, aktiven Cashflow zu generieren durch unsere eigene Arbeitsleistung, indem wir Zeit gegen Geld tauschen. Ich glaube, das geht allen Menschen gleich. Das Einzige, was du in der Regel am Anfang hast, wenn du nichts geerbt hast, ist dich selber. Mhm. Also versuchst du möglichst viele Skills zu erwerben, die du dann am Markt anbieten kannst und versuchst dann den maximal hohen Stundensatz für deine Arbeitsleistung zu kriegen. Und das ist der erste Teil und das ist auch in Deutschland ist man da ganz gut aufgehoben, weil die Ausbildungsstrukturen sind eigentlich noch relativ in Ordnung und damit haben auch die wenigsten ein Problem. Aber dann kommt schon das zweite Thema und zwar geht es da um Geld behalten. Und dann gibt es noch ein drittes Thema, das heißt Geld intelligent investieren. Und die meisten sind halt nur im ersten Drittel schön qualifiziert. Mhm. Aber im zweiten und dritten Drittel gibt es ja in der Regel bei uns an Schulen, Hochschulen keine Ausbildung dafür. Das heißt, wie man Geld behält und auch wie man Geld vermehrt, gibt es wenig. Und da ist natürlich die Immobilie ein gutes Mittel. Und ja, das Problem ist natürlich, wenn du jetzt gelernt hast, wie man aktive Einkommensströme generiert, aber du weißt nicht, wie man Geld behält, dann ist es natürlich schwierig für dich, Eigenkapital aufzubauen. Und dann suchst du natürlich nach dem Easy Way, irgendwo dann doch eine Immobilie zu finanzieren und das dann möglichst ohne Eigenkapital. Aber das Ganze hat natürlich dann auch negative Aspekte. Ne? Also eine volle Fremdfinanzierung kann man nicht nur sagen, yippie-yay, ich habe 100% fremdfinanziert und meine Eigenkapitalrendite ist toll, sondern man kauft natürlich damit auch ein höheres Risiko ein. Ne? Aber wenn man eine überdurchschnittliche Rendite hat im Einkauf, spricht da eigentlich nichts dagegen, oder? Naja, es gibt natürlich auch in jeder Ökonomie Aufschwünge, Booms. Da ist das sicherlich kein Problem, wenn du günstig einkaufst und auch viel fremdfinanzierst. Aber es gibt natürlich auch Phasen, ich sag mal so, wo man keinen Boom hat, sondern wo die Wirtschaft sich eher beruhigt oder eine Stagnation oder vielleicht sogar, dass man in einer richtigen Verlustphase ist. Und da kann das zu einem Problem führen. Denn dann, auch wenn du günstig eingekauft hast, ist das Problem, dass eigentlich eine Bank sehr selten interessiert, ob du günstig eingekauft hast oder nicht. Mhm. Weil eine Bank sagt, das, was du bezahlt hast, ist der Verkehrswert. Und der Verkehrswert ist gleich der Marktwert. Das ist halt der Wert des Objektes. Also die machen sich da relativ komfortabel. Mhm. Ne? Also jemand, der super gut einkaufen kann, das wird oft gar nicht so gehuldigt. Sondern die Bank denkt ja, okay, das war halt dann der Marktpreis. Punkt. Kann man eine Neubewertung machen irgendwann? Kommen wir gleich dazu und dann finanziert die Bank dir ja auch in der Regel nicht den Marktwert oder den Verkehrswert, das ist das Gleiche, sondern die ermitteln dann nochmal einen eigenen Wert, den sogenannten Beleihungswert. Ne? Und umso schlechter du eingekauft hast, umso größer ist in der Regel das Gap zwischen Beleihungswert und Marktpreis. Mhm. Umso besser du eingekauft hast, umso niedriger wird das Gap. Aber dass das Gap null ist, das ist eigentlich sehr selten. Dass die Bank sagt, okay, Beleihungswert ist gleich Marktwert, egal wie gut du eingekauft hast, sondern die werden immer sich noch so einen Risikoanker lassen und werden dann 80% oder 90% oder 80% ist eigentlich üblich als Beleihungswert ansetzen. Bei teuren Objekten dann vielleicht eher 60%. Und den Rest musst du letztendlich durch deine eigene Bonität, also entweder verdienst gut oder durch Eigenkapital halt die Lücke schließen. Ne? Also das ist das Thema. Und wenn quasi der Markt fällt und alle Objekte sind weniger wert oder werden weniger wert und du hast natürlich dann Vollfinanzierung gemacht oder noch schlimmer, du verlierst deinen Job, dann kann das natürlich auch passieren und das steht in jedem Kredit- oder Darlehensvertrag drin, wenn sich deine wirtschaftliche Situation verändert hat oder verändert, dann kann die Bank, wenn sie sich verschlechtert hat, letztendlich hat ja auch Möglichkeiten zu versuchen, aus dem Vertrag rauszukommen oder Nachbesicherung zu verlangen. Mhm. Nun, es kann auch sein, dass du einfach vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit gehst. Dann kann das ein Risiko sein für bestehende Finanzierungsverträge, wenn das die Bank mitbekommt, weil letztendlich deine Bonität sich dadurch reduziert, weil dein Ausfallrisiko deines Gehaltes. Man sagt ja, von 10 Unternehmen gehen 8 hops. Mhm. Das heißt, dass deine wirtschaftliche Bonität hat sich erstmal verschlechtert. Und eigentlich erst nach 3 Jahren Selbstständigkeit und nach 3 Jahren positive Ergebnisse
hast du dann eigentlich erst wieder eine vernünftige, eine normale Bonität, die aber fast nie mehr so gut ist bei vielen Banken wie das eines Angestellten. Also jemand, der bei Siemens arbeitet und aus der Probezeit ist, hat in der Regel eine höhere Bonität als ein Selbstständiger, der 3 Jahre gute Zahlen präsentiert hat und der vielleicht sogar 50% höheres Ergebnis letztendlich darlegt. Und das ist natürlich ein Risiko. Und wenn dann, du machst dich selbstständig und dann vielleicht sogar noch der Markt letztendlich sich schlecht entwickelt und dein Objekt weniger wert ist, dann kann das Finanzierungsgerüst mit einer Vollfinanzierung anfangen zu wackeln. Okay. Das haben wir auch vorhin besprochen. Ich habe dir mal erzählt, dass in der letzten Krise 2009 ich eine sogenannte Bestandsneubewertung, dieses Wording kennengelernt habe, nicht im Immobilienbereich, aber im unternehmerischen Bereich. Und da wurde quasi das Unternehmen, unsere Bonität neu bewertet. Und dann hat man uns von Freitag auf Montag ohne schriftliche Ankündigung einfach so unsere Kreditlinie halbiert. Und das war nicht lustig. Ne, also beim normalen Konsumentenkredit, denke ich, wird dir das nicht so passieren, weil Darlehensverträge sind ja oft mit Privatpersonen Konsumentenverträge, ne? Da hast du einen anderen Schutz. Aber wenn du unternehmerisch tätig bist oder du holst dir das Darlehen in eine GmbH, hat natürlich dann auch eine Bank ganz andere Möglichkeiten, wenn sich deine Bonität verschlechtert, dir auch einen Pelz zu rücken. Und deswegen bin ich nicht unbedingt der Fan davon, dass gerade bei den ersten Investments, dass man versucht, eine Vollfinanzierung zu bekommen, sondern dass man eher versucht, das zweite Drittel, sich da mal rüber Gedanken zu machen, die Frage sich mal zu stellen, warum hast du eigentlich kein Eigenkapital? Weil das hat immer einen Grund. Und es gibt auch eine schöne Formel dafür. Wenn du selber mal herausfinden willst, bist du eigentlich eher ein konsumorientierter Mensch oder bist du ein sparsamer Mensch, ist recht einfach, du nimmst deinen Nettolohn, sagen wir, du kriegst 2.000 netto im Monat, nimmst den mal 12, das heißt, du kriegst im Jahr dann 2.000 mal 12, 24.000. Und wenn man davon 10% nimmt, mal Lebensalter, also 10% von 24.000 wären 2,4 und sagen wir, du bist 3 bis 20, dann müsstest du eigentlich die 2,4 mal 20 als Vermögen haben. Wenn du das hast, heißt das, du bist sehr sparsamer Mensch, hast du weniger, bist du eher konsumorientiert und da kann man sich so ein bisschen mal dran orientieren. Ja, ja. Nur, dass man so einen Orientierungswert hat. Ne? Klar, wenn man sehr jung ist und fängt gerade ein Jobverhältnis an, dann hinkt das ein bisschen, aber da hast du ja auch noch mehr Möglichkeiten eigentlich zu sparen, weil vorher hattest du ja eine relativ günstige Lebensinfrastruktur und entsprechend, wenn du jetzt auf einmal mehr verdienst, musst du ja nicht deine Lebensinfrastruktur unbedingt erhöhen, sondern kannst ja versuchen, mit günstigen Kosten nach vorne zu gehen, um möglichst viel sparen zu können. Dann kannst du relativ schnell eigentlich gutes Eigenkapital aufbauen. Weil das, was viele vergessen ist, Vermögen kommt immer von Behalten. Und wenn du nicht lernst, wie man was behält, egal wie viele Einheiten du hast, wirst du niemals finanziell frei werden. Weil du wirst immer den freien Cashflow sofort ausgeben, du wirst nie große Reserven halten, weil du nie gelernt hast, wie es ist, Geld zu behalten. Und weil dieses Thema so viele betrifft und auch so wichtig ist, haben wir sogar selber einen Kurs dazu gemacht, der heißt das Einmaleins des Vermögensaufbaus, in dem man eigentlich relativ mal gut lernt, anhand eines Schemas, wie man letztendlich für sich selbst Vermögen aufbauen kann. Aber was nützt denn hoher Verdienst, wenn du es nicht behalten kannst? Und ich habe auch ganz viele Kunden in der Beratung, die haben teilweise Verdienst von 250.000 im Jahr. Und hauen alles raus. Haben aber nichts. Haben wirklich nichts. Ne, die haben nur einen momentan hohen Lebensstandard. Und eine gute Bonität bei der Bank. Und eine gute Bonität bei der Bank, aber die haben sie auch nur so lange, wie sie ihren Job haben. Ne, das heißt, die finanzieren sich eine Villa, ihren Sportwagen. Aber lass die mal krank sein. Lass die mal ihren Job verlieren. Dann hast du laufende Kosten. Oder ins Rentenalter kommen. Dann gibt es meistens wirklich die große Patsche. Weil du hast ja eine ich mag dieses Wort Lebensinfrastruktur. Du hast ja quasi eine Lebensinfrastruktur gebaut, die so teuer ist, die du ständig am Leben halten musst, dass du nicht mehr in der Lage bist, Vermögen aufzubauen. Und deswegen ist eines der größten Tricks, eigentlich ganz banal, zu versuchen, sich eine Lebensinfrastruktur aufzubauen, die möglichst geprägt ist von Unabhängigkeit, von Freiheit, von ganz wenig fixen Kosten. Damit du auch, umso freier und unabhängiger du bist, umso besser ist auch deine Bonität, umso schwieriger ist es auch selber in eine Bedrulle zu kommen.
Ne, weil dann hast du ein Mindset, mit wenig klarzukommen, und dann wirst du in der Regel auch immer dich wieder rausziehen können. Das heißt, Menschen mit einem hohen Konsum-Mindset, die haben eigentlich auf diesem Leben, die haben eigentlich in diesem System überhaupt keine Chance, zu Vermögen zu kommen. Mhm. In der Regel müssen die arbeiten, bis sie umfallen. Dann sogar in Rente vielleicht sogar noch Flaschen sammeln oder einen 450-Euro-Job dazunehmen, damit sie die Kostenstruktur, die sie sich im Alter aufgebaut haben, überhaupt erhalten zu können. Es gibt ja viele Rentnerpärchen, die dann von einer Rente leben müssen und sich ihren Traum vom Eigenheim dann aufgestellt haben. Und wenn das Dach kaputt geht, kriegen sie ja keinen Kredit mehr. Mhm. Die haben ja diese schöne diese Kreditrichtlinie. Die sind so und nach alt, der ab 65 kriegst du keinen Kredit mehr. So, jetzt hast du deine Rente. Ja, von was reparierst du denn jetzt dein Dach, wenn du nicht gespart hast? So, und dann wird man meiner Meinung nach immer mehr Dächer sehen, die dann mit einer Plastikfolie abgedeckt sind. Ja, weil was willst du denn machen? Du kannst ja nur verkaufen oder du kriegst einen Kredit, wenn du Kinder hast. Und zwar nutzt du dann deine Kinder als Bürgen für dein scheiß Dach. Und wenn du mal verstirbst, geht die Reise von vorne los. Mhm. Dann nehmen die Kinder einen Kredit auf, weil das Haus halt nicht mehr up to date ist. Müssen es renovieren? Renovieren, wahrscheinlich haben genau das gleiche Investment wie die Eltern, als sie sich ihre Hütte damals gekauft haben. Und dann geht diese Scheißreise wieder von vorne los. Und schon wieder haben sie eine schwache persönliche Lebensinfrastruktur. Und es ist ganz wichtig, sich eine gute Lebensinfrastruktur aufzubauen. Und ein einfacher Weg zum Beispiel, das zu machen, ist immer selbst zu hinterfragen, was ist dir eigentlich wichtig im Leben und was nicht. Und genauso wie die wenigsten Menschen sich um finanzielle Bildung kümmern, kümmern sich eigentlich auch die wenigsten Menschen darum, was wollen sie eigentlich im Leben. Und wenn du nicht weißt, was du eigentlich im Leben willst, dann gibst du in der Regel für alles zu viel aus und gehst ganz viele Umwege. Mhm. Weil du weißt ja nicht, was dir wichtig ist. Also gehst du dann vielleicht einen Mittelweg und gibst für alles ein Mittel aus. Das heißt, ein mitteldickes Auto, kaufst dir ein mitteldickes Haus. Aber irgendwie ist das halt nicht Fisch und nicht Fleisch. Es ist halt einfach nur der Durchschnitt von allem. Und die meisten gucken sich ja diese Videos an oder generell Videos an und versuchen sich weiter zu qualifizieren, weil sie eben nicht das Durchschnittsleben erleben möchten. Sie möchten nicht die Durchschnittsrente bekommen, die im Osten, habe ich gelesen, irgendwas um die 950 ist und im Westen 1050 Euro, sondern sie wollen einfach ein schöneres Leben. Und es fängt halt schon mal damit an, sich bewusst zu machen, was mir wichtig und was nicht. Und fang doch einfach an. Und wenn dir zum Beispiel nicht wichtig ist, jeden Tag bei Starbucks einen Kaffee zu trinken, dann lass es halt. Ne? Weil das sind alleine, wenn du so einen Kaffee trinkst mit Honig, Leckerlei, Kamille, was weiß ich was. 10 Euro. Ja, ja, man riecht immer mal schlecht, 5 Euro. Mhm. Du trinkst 3 die Woche, hast du 15 Euro. Das sind im Monat, was hast du da, 60 Euro. Das sind im Jahr 720 Euro, das ist ein Urlaub. Oder in 10 Jahren eine Anzahlung etwas, für eine kleine Wohnung. Aber locker. Für etwas, was dir überhaupt nicht wichtig ist. So, und wenn du dich selber mal überlegst, was ist mir nicht wichtig, und fängst an, für alles, was dir nicht wichtig ist, einfach überhaupt kein Geld mehr auszugeben. Das heißt, wenn dir das nicht wichtig ist, dann gib einfach kein Geld dafür aus. Mhm. Und sich dann zu überlegen, was mir wichtig ist, dann hast du auch viel mehr Geld für die Sachen, die eigentlich wichtig ist, und dann wird automatisch dein Leben auch geiler. Und das sind so einfache Wege und einfache Methoden, herauszufinden, auf was man seinen Fokus legt und was nicht. Und deswegen bin ich auch nicht so ein großer Fan davon, von Vollfinanzierungen. Mhm. Weil erstens heißt das schon mal, du kannst nicht mit Geld umgehen, weil sonst hättest du Eigenkapital. Das ist für dich ja mal eine kleine Ahnung. Hast du kein Geld, wenn du investieren willst, heißt das, du hast zu viel ausgegeben. Punkt. Und ist auch nie ein anderer schuld. Das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis. Der Einzige, der in diesem Leben für irgendetwas schuld ist, ist man immer selber. Weil wenn man anderen Menschen die Schuld gibt, dann haben die auch die Macht, was zu verändern. Denn immer der die Schuld hat, hat ja die Macht, was zu verändern. Mhm. Also meine Devise im Unternehmertum ist immer, ich habe immer Schuld. Aber wenn ich Schuld habe, kann ich mich fragen, was mache ich falsch? Du hast die Verantwortung und die Rendite. Ja, ich habe die Verantwortung und wenn ich Verantwortung habe, kann ich was besser machen. Wenn du Angestellter bist, hast du keine große Verantwortung und auch keine großartige Rendite. Meiner Meinung nach, wenn du angestellt bist, hast du kaum eine Chance, heutzutage glücklich und frei und zufrieden zu sein. Warum nicht? Mhm. Weil du letztendlich nichts anderes bist als ein Produkt einer Stellenbeschreibung. Du hast eine fremddefinierte Stellenbeschreibung und dein Job ist, die auszufüllen. Und jeder andere mit einem ähnlichen Skillpaket wie du kann die ausfüllen. Und wenn du dann nach 40 Jahren Stellenbeschreibungsausfüllung dann gehst, kommt sofort der Nächste und das war's für dich. Dann macht das. Aber deine eigenen Träume, deine eigenen Wünsche, das, was dir eigentlich wichtig war,
Da hast du nichts von umgesetzt, sondern du hast nur die Wünsche und Träume eines anderen erfüllt. Mhm. Und deswegen bin ich überhaupt kein Fan von Angestelltenverhältnissen, außer zur Vorfinanzierung, zur Anlauffinanzierung oder zur Bonitätsgewinnung, von mir aus für die ersten Immobiliendeals. Dass man einfach einen Job macht und sagt, okay, mache ich jetzt Job, weil ich Kohle brauche. Ohne Kohle geht es halt einfach nicht. Das wird oft vorgelebt, dass einfach jeder sagt, ja, du kannst einfach anfangen, lebe deinen Traum, fang an ohne Geld. Das geht nicht. Das Einzige Kohle. Am Anfang, was du verkaufen kannst, sind deine Skills. Und wenn du dir deine Skills verkaufst und dann noch Konsum fährst, wie doof ist denn das? Dann musst du ja noch viel länger deine Skills verkaufen. Jede scheiß Lederjacke, die du kaufst, musst du 3 Monate länger im Hamsterrad verbringen. Kommt drauf an, wie teuer, oder? Naja, Lederjacken gibt es nicht umsonst. Ne? Und es kommt drauf an, wie du sparen kannst. Ja. In der Regel Leute mit einem schlechten Sparmindset, die sparen natürlich auch nicht viel. Und bei einer Lederjacke haut bei denen so richtig rein. Ne? Und deswegen ist es ganz wichtig, also sich darauf zu konzentrieren, was mir wichtig, was mir nicht wichtig ist. Und eine Grundregel ist, wenn du schnell aus dem Hamsterrad raus willst, sparen. Gib nichts aus für einen Scheiß, den er nicht springt. Oder versuch nicht mit Konsum Menschen zu beeindrucken mit Markenklamotten, die du dich mal kennst. Weil, ey, dein Buddy erkennt doch nicht, ob du einen Markenpullover anhast oder nicht. Der Einzige, der es erkennt, ist doch ein anderer. Also keiner kann mir erzählen, dass das für sich selber macht. Das heißt, du machst das immer für einen anderen. Ne? Und was für ein Leben ist das denn, wenn du Geld ausgibst für Menschen, die du dich mal kennst, denen das meistens auch noch scheißegal ist? Gewinnen tut man so nicht. Das ist definitiv keine Gewinnerstrategie. Zufrieden wird man nicht, glücklich wird man nicht. Nee, was... Macht aus dich kein besseres, aus dir keinen besseren Menschen. Das Wesentliche ist, man schnell Eigenkapital aufbauen will und man will schnell aus dem Hamsterrad raus, sich die bestmöglichste Lebensinfrastruktur zu bauen. Eine Lebensinfrastruktur, die nichts kostet. So, und dann das Maximale zu verdienen und am Anfang in sich zu investieren, in die eigene Birne zu investieren. Weil das ist auch Geld, wenn du mal in Insolvenz gehst, das kann dir keiner mehr nehmen. Das Investment in dich selber, das ist safe. Ja, dann wenn du es einmal geschafft hast, kannst du ein zweites Mal wieder machen. Na klar. Und wenn du das Wissen hast, dann läuft's. Und das ist ja auch das Problem, dass die meisten nicht das Wissen haben, dass man mit Konsum nicht glücklich wird. Und deswegen konsumieren ja so viele. Die gehen immer dem Marketing auf den Leim. Passiert mir manchmal auch, keine Frage. Ne? Aber ich versuche so wenig wie möglich dem Marketing auf den Leim zu gehen. Indem ich zum Beispiel alle Werbeposts blocke. Indem ich Werbe-E-Mails blocke. Weil wenn ich eine Werbe-E-Mail kriege und ich beschäftige mich damit, dann könnte ich ja auf einen Trip kommen, die Scheiße zu kaufen. Also versuche ich mich gar nicht erst dieser Verlockung auszusetzen. Du beschäftigst dich dann lieber damit wahrscheinlich, warum habe ich die Mail jetzt angeklickt und dann machst du es genauso, oder? Als Marketing-Methode. Ja gut, das, ich sag mal so, den Sales, die Vertriebsfunnel, wenn ich sie so nennen will, die Sales-Konzepte, die mache ich primär nicht selber. Okay. Ne, sondern das macht mein Marketer. Ich versuche nur Produkte zu erzeugen und entwickeln, die meinen Kunden extrem hohen Mehrwert bringen. Ne, weil sonst würde ich es nicht machen, sonst macht es mir keinen Spaß. Ne, wo ich jetzt 10 Jahre rumgebuddelt habe und habe dann Erkenntnisse für mich entwickelt, warum halt manche Sachen funktionieren. Und die gebe ich wirklich mit Freude weiter, weil was soll man sonst den ganzen Tag machen? Du kannst ja nicht nur an der Insel am Strand liegen, so ab dem dritten Tag wird das auch langweilig. Ja, klar. Vor allem, wenn du eher so ein Typ bist, der gerne tut, dann ist das wie so die Hölle, nichts zu tun. Ich finde, Leben ist eher wie so wie Fahrradfahren. Hörst du auf zu strampeln, fällst du auf die Fresse. Ne? Und dadurch ist man ja auch zu einem gewissen Maße, ich nenne es jetzt mal bewusst, gezwungen, immer was zu tun. Ja. Weil was ist die Alternative? Langeweile. Und da habe ich auch keinen Bock drauf. Okay. Ne? Deswegen suche ich immer nach einem Abenteuer. Und wenn wir nochmal zu dem Punkt kurz zurückkommen, am Anfang haben wir kurz angesprochen, wenn man eine Immobilie vielleicht doch voll finanziert hat und die ist aber viel mehr wert, wenn man gut eingekauft hat. Ja, bei der Krise hilft es. Wann kann man die nachbeleihen? Wann ist so der Zeitpunkt, wo man sagen kann, hey, ich möchte mal eine Neubewertung? Naja, das Problem ist, meine Erfahrung ist, dass eine Nachbeleihung bei der eigenen... Nee, halt eine Neubewertung ohne Nachbeleihung. Einfach mal zu sagen, okay, die ist jetzt dort dreimal... Also meine Erfahrung ist, dass bei der Bestandsbank, wo du die Erstfinanzierung gemacht hast, da hat in der Regel, da gibt es niemanden, der wirklich Interesse auf eine Nachbeleihung hat. Okay. Weil die reduzieren ihre Sicherheit dadurch. Das heißt, wenn man nachbeleiht, dann ist das in der Regel so, du musst dir eine andere Bank suchen. Und dann eine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen unter Umständen. Ja, weil die Bestandsbank hat eigentlich in der Regel kein Interesse auf Nachbeleihung, denn die reduziert die Sicherheit von dir. Okay. Ne? Also meine Erfahrung. Sondern wenn man eine Nachbeleihung hat, macht das meistens Sinn in der Kombination mit einer Werterhöhung durch zum Beispiel eine Sanierung. Mhm. Das heißt, du hast ein Objekt, das war wirklich schlecht, vielleicht lau vermietet, auch nicht besonders schick. Dann zieht der Mieter irgendwann aus. Dann renovierst du die richtig top mit einem neuen Mieter, mit einer richtig geilen Miete. Und dann wäre zum Beispiel ein guter Zeitpunkt,
wo du zu einer anderen Bank gehen kannst und sagst, hey, ich habe ein geiles Objekt, das ist der Mietvertrag, alles super, Mieter ist toll, was würdet ihr mir dafür geben? Und das kann gut funktionieren. Das habe ich selber auch schon ein paar Mal gemacht. Wie bist du die Vorfälligkeitsentschädigung umgangen? Ja, ich habe es ganz anders gemacht. Ich habe es bar bezahlt und habe dann saniert und bin dann mit dem Schmuckstück, habe ich dann ausgeschrieben sozusagen, habe 5 Banken dann angeboten, hier ist mein Schmuckstück, was gibt er mir dafür und zu welchen Konditionen? Und dann bist du auch in einer sehr lustigen Haltung. Ne, und dann nimmst du dir halt denjenigen, der dir das Attraktivste angeboten hat. Hast du es dann komplett finanziert dann? Oder? Naja, es gibt ja Banken, also die machen deine eigene. Wenn du es sehr günstig kaufst und sanierst dann, dann kann das auch mal passieren, dass du vielleicht für 70 kaufst, 30 sanierst und hast jetzt 100 da. Und dann sagt die Bank, wow, toll, ist ja 100, 220 wert. Würdest du es dann komplett nehmen oder würdest du nur 180 nehmen? Nö, nehme ich es komplett. Also solange der Cashflow positiv ist. Okay. Ich habe kein Objekt, wo der Cashflow negativ ist. Weil da hast du natürlich. Dann spricht eigentlich auch nichts dagegen, eine 110% Finanzierung zu machen, wenn der Cashflow. Wenn der Cashflow dann wieder positiv ist, weil du hast ja eigentlich ein neues Objekt. Mhm. Wenn du hast es saniert, neu vermietet, ist ja ein ganz anderes Objekt wie vorher. Solange der Cashflow positiv ist und ist auch keine für mich dann, ich habe ja vorher nichts finanziert gehabt, ist für mich dann auch keine 180% Finanzierung. Weil du hast ja deine EK wieder raus. Ich hole meine EK wieder raus, in der Regel habe ich dann vielleicht eine Verdopplung meines EKs. Oder 50% mehr. Und das Geile dabei ist, du musst doch keine Steuern zahlen auf dem EK, ne? Ja, weil es halt kein Verkauf ist. Hättest du es verkauft, ne, für die 200, sage ich jetzt mal so, dann hätte dir das Finanzamt wieder 50 genommen. Also hättest du 50 an Liquidität verloren. Ne? Und so behältst du halt die volle Liquidität. Du behältst das geile Objekt, was du ja wieso magst, weil du es ja schön saniert hast. Mhm. Und alles ist super. Ne, also steuerfrei Liquiditätsaufbau ist das. Und das kann ich auch Leuten empfehlen, die vielleicht schon länger Objekte halten, wo diese Möglichkeit ist, mal einfach auch mal eine Umfinanzierung zu machen. Dann würde ich aber auch wirklich nicht zu gierig umfinanzieren, sondern es ist ja auch toll, wenn ein Objekt, zum Beispiel eine Bank, ein Objekt mit 200 einwertet und du nimmst dann nur 150, weil dann steigt ja deine Bonität. Eigentlich ist es so, dass eine Bank, wenn du 60% runtergezahlt hast, eigentlich kein Objektrisiko mehr hat. Das heißt, die beste Bonität hast du eigentlich dann, wenn ein Objekt schon zu 40% abgezahlt ist, dann bist du eigentlich Chef. Wenn du 70, 80, 90 bist, dann ist natürlich auch zum Beispiel, wenn du Jobwechsel hast oder wenn du in die Selbstständigkeit gehst, immer noch ein Tuck weit, könnte es zu einem Problem führen, gerade auch bei einer Anschlussfinanzierung, weil deine Bonität sich ja verändert hat. Das heißt, wenn du sehr sicherheitsorientiert bist, das bin ich eher. Schnell auf 60% und dann. Und dann, ist, dann kannst du chillen. Ne? Also dann definitiv. Nach Malediven. Ja, genau. Dann kannst du Malediven fahren oder machst eine Nachbeleihung, kriegst 50 einfach so und kannst dann die 50, kannst du ein schönes Leben für machen. Okay. Ne? Genau, also wir machen ja Immobilieninvestments nicht aus Selbstzweck, sondern weil wir ein schönes Leben haben wollen. Ne? Aber zu Anfang musst du halt erstmal diesen zweiten Part lernen, wie man Geld behält. Und der dritte Part ist natürlich dann, wie man Geld vermehrt. Dann kann man halt solche Kanäle gucken wie unseren, um dann zu lernen, wie andere in Immobilien zu investieren oder einen Kurs machen dann und was dazu lernen, wie man letztendlich dann in Objekte in Immobilien investiert. Alles klar. Vielen Dank auf jeden Fall für die ganzen Tipps. Und Vermögensaufbau ist extrem wichtig. Ja. Wenn man keine gute Bonität hat, kann man mit viel Eigenkapital einiges regeln. Und ja, wobei es ganz interessant ist, wenn du zum Beispiel keinen Job hast, aber du hast sehr viel Eigenkapital, dann wirst du wahrscheinlich auch keine Finanzierung kriegen. Gar keine oder eine schlechte? Nee, wirst du wahrscheinlich auch keine Finanzierung kriegen, weil das Gesetz so ist, dass die Bonität sich aus Vermögen und aktiv oder passiven Cashflow zusammensetzt. Mhm. Und wenn eine Komponente fehlt, also ich würde sogar fast sagen, dass der Job oder das passive oder aktive Einkommen fast wichtiger ist als das Kapital. Wenn du nur Kapital hast und keinen aktiven und passiven Cash, dann glaube ich, kriegst du auch, dann weiß ich eigentlich, dann kriegst du auch keine Finanzierung, weil ich habe auch welche, die was geerbt haben, aber machen nichts. Und die kriegen in der Regel auch keine Finanzierung. Dann wird es halt auch immer schwerer, heutzutage Cashflow-positive Immobilien zu finden. Nö. Ja, wird nicht schwerer bei dir? Nee. Also ich finde, der Spread hat sich verbessert sogar. Der Spread zwischen was du an Zinsen zahlst und was du an Kaufpreis zahlst, ist eigentlich momentan ziemlich sexy. Mhm. Also zum Beispiel, als ich angefangen habe, da hatte ich ja 6-7% Zins bezahlt und das Objekt hat 8% bezahlt und heute sagen immer alle, ey, es gibt doch keine 8%er mehr. Ich so, ja, sei froh, es gibt noch keine 7% Zins mehr. Mhm. Ne? Also eigentlich war der Spread damals schlechter als heute. Okay. Ne? Weil
Damals hast du leichter eine Finanzierung bekommen, muss ich klar sagen. Aber viel abdrücken. Ach, du musstest echt abdrücken. Das war auch ganz lustig. Heute ist ja teilweise so, dass der Tilgungsanteil größer als der Zinsanteil ist. Und dadurch zahlst du schneller Steuern. Mhm. Damals war der Zinsanteil größer als der Tilgungsanteil. Also hast du auch viel später in der Tilgungsphase erst Steuern bezahlt. Das heißt, das Steuernzahlen hat sich auch hat sich verschlechtert. Weil du kommst viel schneller in die Phase, wo du Steuern zahlst. Ja klar, weil die Zinsen geringer geworden sind. Ne? Und wenn dann die irgendwie dann die Tilgung dann noch dafür bräuchtest für die Steuern, dann bist du am Arsch. Ja, wenn du keinen positiven Cashflow hast. Ja. Und deswegen ist das meiner Meinung nach für jede Investition ausschlaggebend. Du kannst nicht finanzieren, also wenn du einen hohen Fremdanteil hast, unter 4,5%, würde ich nicht machen. Okay. Ne, da ist da so 4, 4,5, da ist wirklich absolut Zapfenstreich. Im Moment kriegst du ja sogar eine Finanzierung für 0,89. Mhm. Das ist krank. Ne, und wenn du dann 4,5% Objekt hast, hast du ja eigentlich einen ziemlich coolen Spread. Solche Spreads hatte ich früher nicht. Okay. Also ich hatte nicht früher 2, 3% Spread. War immer 1,5, immer so. Ne? Okay. Also selten. Zur Rendite, zur Zinsverzinsung. Ja. Also der Spread heute ist ziemlich cool. Du musst nur sicherstellen, du musst was tun gegen Zinsanstieg. Mhm. Und da ist meiner Meinung nach der beste Weg, dass du wirklich dazu tickst, Gas gibst. Und das musst du ja nicht lebenlang machen. Du musst halt, oder bist mal 60%. Du musst halt mal 10 Jahre lang, also ich will sagen, wenn du 10 Jahre lang mal einen sauren Apfel beißt, deine Lebensinfrastruktur flach hält und tickst, bis der Arzt kommt, alles, was dir vor die Flinte kommt, dann kannst du danach auch 100% finanzieren, das ist scheißegal. Weil du mit dem Cashflow der ersten Objekte, wie so Schneeball beziehen, easy peasy, jedes Risiko aus der Vollfinanzierung nimmst. Und dann hast du halt ein sehr gutes Portfolio, eine sehr gute Portfolio-Rendite, weil das von früher sich geil kombiniert vielleicht mit dem neuen. Ne? Okay, jetzt haben wir drüber gesprochen am Anfang, also man muss nichts ausgeben und dann muss man, wenn man es geschafft hat zu sparen, einiges anzusammeln, gut investieren und das Ganze vermehren. Was sind so die Top-Wege, die du empfiehlst für den Einstieg? Also für Immobilien ist, denke ich mal, ein guter Weg, oder? Ja, also wenn du noch kein Eigenkapital hast, was ich zurzeit sehr sexy finde, ist zum Beispiel P2P-Kredite. Mhm. Also ich kenne noch keinen, der auf die Fresse gefallen ist, wenn man die eher sichere Variante nimmt. Ich glaube, Bandora bietet zurzeit an 6,75% bei täglicher Verfügbarkeit. Krass. Das heißt, wenn du dort dein Geld hinterlegst, kriegst du 6,75%. Mhm. Was ich auch empfehlen kann, sind Konten einfach außerhalb der EU. Weil in der EU ist ja der Zins tot. Nur dadurch, dass die EU-Politik zinstot ist. Mhm. Aber warum holst du nicht einfach ein Konto im Ausland? Welches Land? Wurscht. Einfach stabiles. Ist überall besser. Also jetzt in Indien, da gibt es auf dem Girokonto 7%. Okay, aber Indien ist das stabil? 3% Inflation, hast du immer noch 4. Ne, also such dir halt, Indien ist recht stabil, würde ich mal sagen. Wirtschaftswachstum, was ist 7%? Okay. Da träumen wir hiervon. Panama ist auch ganz cool, gibt es halt nur 2,5, aber du kannst auch langfristig anlegen, kriegst 4 oder 5. Also wieso bringst du dein Geld einfach nicht außerhalb der EU? Fertig ist, eine Variante, oder P2P, finde ich geil. Das sind zum Beispiel beides Methoden, die sehr sicher sind. Mhm. Was kann man noch machen? Aktien weiß ich nicht zurzeit, weil relativ, meine Glaskugel hat, ich sag mal so, kein Foto. Ja. Und es wirkt so, also alle Vermögenswerte sind eigentlich aufgeblasen, nicht nur eine Immobilie ist aufgeblasen, sondern auch Oldtimer sind aufgeblasen, sondern auch Aktienmärkte, also Aktienunternehmen sind aufgeblasen. Deswegen halte ich persönlich Aktien für relativ, haben ein hohes Risiko, also dann muss man einen Stop-Loss gut setzen. Was ich auch ganz gut finde, ist zurzeit Gold und Silber. Das ist ja kein Cashflow. Ja, aber wenn du 10.000 Euro 1970 in Gold investiert hättest, dann würdest du mich wahrscheinlich heute auslachen. Echt? Brutal. Ne, ich glaube, das lag bei 30, 40 Euro. Heute liegt es bei 1.300. Die Unze, ne? Das ist schon pervers. Okay. Also diesen Zinssatz, ich wüsste nicht, was es gibt, was diesen Zinssatz gebracht hätte, jemals. Ne, da hättest du bestimmt ein paar Millionen jetzt. Schon krass. Mit 10.000 Einsatz. So, und da wir davon ausgehen können, dass die Inflation eigentlich da ist, immer, weil jeder König, jedes System hat immer durch Inflation versucht, seine Schulden zu reduzieren. Deswegen wüsste ich jetzt nicht, dass auf einmal die Regierung anfängt, ohne Inflation zu arbeiten, weil deine Rendite über Gold oder Silber ist ja die Inflation. Und Silber zurzeit steht so günstig wie, glaube ich, die letzten 100 Jahre nicht mehr. Also ich habe mir das mal geguckt, das war krass. Bist du eingestiegen? Nee, habe ich ein bisschen was gemacht. Ich habe vorher immer nur Gold gemacht. Weil so der Mythos und so. Und da gibt es auch coole Konzepte. Zum Beispiel finde ich Goldmoney ganz geil. Mhm. Goldmoney.com, das ist keine Bank,
sondern es ist so eine Art Aufbewahrer, so ein Lagerer. Und du kaufst sie, lagerst für dich ein dann. Ja, das finde ich ziemlich faul. Und das Geile ist, du kannst auch außerhalb Europa lagern. Und du kannst in 6-7 verschiedene Länder investieren. Also Kanada war dabei, England war dabei, Schweiz war dabei, Singapur ist, glaube ich, dabei, Australien ist dabei. Australien und Kanada finde ich persönlich zum Beispiel recht schick, so von der Idee her, weil die beide eigentlich ölgedeckte Währungen haben. Ne, weil die haben viele Bodenschätze. Okay. Also da hat es der Staat, glaube ich, nicht so nötig, ne, den Bürger durch Inflation zu benachteiligen. Und da könnte man zum Beispiel gut sein Gold lagern. Was ich geil finde, zum Beispiel bei Goldmoney.com ist, die haben eine Kreditkarte, die ist wie eine Prepaid-Karte. Das heißt, wenn du jetzt 5.000 Gold hast und willst ausgeben, dann lädst du auf die Karte und dann kannst du es weltweit ausgeben. Das Geile ist auch noch, bei Gold sind Währungsgewinne steuerfrei nach 12 Monaten. Okay. Das heißt, nach 12 Monaten, egal bei Gold oder Silber, ist die Kiste steuerfrei. Ist auch nicht schlecht. Ja, und du kannst es wenigstens sichern. Und du weißt, es wird wenigstens nicht weniger wert. Ja, klar. Also Gold und Silber finde ich zurzeit ganz sexy. Wie schon P2P finde ich geil. Immobilien. Immobilien finde ich immer geil. Und wenn du nichts findest, dann kaufst du einfach nichts, Punkt. Nicht auf die Idee kommen, das kenne ich ja auch. Am zweiten Step kann man ruhig sich ein bisschen aufhalten, bevor man es dann falsch platziert. Bevor man nichts findet, kauft man nichts. Warren Buffett hat, glaube ich, mal 10 Jahre lang nichts gekauft. Okay. Also wenn du zu blöd bist, was zu finden, lernst du was zu finden, du suchst härter, du verhandelst viel härter, aber wenn du nichts findest, mal, und das ist bei mir auch mal so, dass ich Phasen habe, in denen geht einfach nichts, oder ich habe auch keinen Bock. Mhm. Ne? Da habe ich jetzt gerade keine Lust auf dieses Thema. Dann findest du auch nichts. Okay. Und aber dann 3 Monate später, ich finde so Angebote sind immer in Wellen. Mhm. Auf einmal kommen dann 3-4 Stück und das ist scheiße, jetzt reicht es gar nicht. Jetzt habe ich gerade was gekauft, es kommt schon wieder. Ah, genau. Ja. Ne? Also entweder gibt nichts und deswegen einfach, hey, entspannt sein, weil Geld wandert immer von den Ungeduldigen zu den Geduldigen. Und wenn du nicht weißt, was, machst du P2P oder vielleicht Gold. Oder chillst mal ein bisschen. Oder chillst mal ein bisschen. Oder du investierst hier rein, in die Birne, gib die höchsten Zinsen. Alles klar. Ne? Das ist nie verkehrt. Und lernst mal zu sparen, vielleicht lernst du auch deine Kosten noch weiter zu reduzieren. Na, vielen Dank, Flo, für die ganzen Insights, die du uns mitgegeben hast. Gerne. Du hast ja auch den geilen Kurs, das 1x1 ist Vermögen. Kann ich empfehlen, der ist günstig und gut. Wie viel kostet der? Oh, ich glaube in der Basis, ich will nichts Falsches sagen, Ausstattung 59 Euro oder so. Wir packen den Link unter dieses Video, also wenn du dich dafür interessierst, Vermögen aufzubauen und irgendwie einsteigen möchtest in Immobilien oder in die Unternehmerwelt, ist auf jeden Fall der essentiellste Punkt, Geld dass behalten. Man Geld sparen kann. Geld behalten. Warren Buffett sagt es auch, Rule number one, never lose money. Rule number two, don't forget rule number one. Und genau das lernst du hier im Flo seinem Kurs. So sieht's aus. Und für die paar Euro so viel Wissen, das macht auf jeden Fall Sinn, wenn man sich dafür interessiert. Wenn man sich dafür nicht interessiert, macht es auch Sinn und man sollte sich dafür interessieren. Ja, ein bisschen Geld muss ich leider verlangen, weil ich habe den Kurs ja nur inhaltlich konzipiert. Ja. Aber ich habe ja keine Ahnung davon, wie man den ins Internet bringt und wie man Konzept dafür macht. Und dann muss ich halt auch Leute bezahlen, die das dann für mich machen, weil ich habe da keine Lust drauf. Also ist für einen guten Zweck. Ne? Also letztendlich zahlst du damit den Marketer. Okay. Ne? Und er freut sich, weil schaffst du wieder Arbeitsplätze. Und das ist ein saucooler Typ. Und wenn du dir jetzt nicht sicher bist, ob du wirklich den Input brauchst oder nicht, dann kann der Flo dir anbieten, wenn es dir nicht gefällt, dann gibst du die Kohle einfach zurück. Klar. Also kein Risk für dich. Schau es dir auf jeden Fall an, weil das ist das essentiellste Problem in Deutschland, dass die Leute einfach keine Kohle beiseite haben und wenn man sich das Wissen reinzieht und dann... Problem Nummer 1 bei all meinen Mentees, kann ich kaufen und ich habe kein Geld. Wie lange gibst du die Kohle zurück? Ach, 2 Wochen oder 3. Ja, okay. Also in der Zeit hast du den Kurs durch. Alles klar. Ja, kannst du dir auf jeden Fall anschauen, Ruhe. Und wenn du meinst, das ist nicht gut, das ist nicht wert, dann holst du das Geld zurück. Ich meine, es ist wert. Wenn du denkst, es ist es wert, ja, dann sei aber kein Arsch. Und hol dir das Geld zurück, sondern sag, ey, geil investiert. Okay. Und mach einen guten Post oder so und sag, ey, das war ein total cooles Produkt. Oder schreib mir, warum es dir nicht gefallen hat oder was dir fehlt, weil dann versuche ich das zu beantworten und einfach den Kurs zu ergänzen. Weil ich stehe drauf auf kundenorientierte Kurse. Das heißt, alles, was den Leuten, die diesen Kurs kaufen, fehlt, einfach kommunizieren, dann liefere ich das nach. Okay. Sodass du überhaupt keine andere Chance hast, außer zufrieden zu sein. Ne, also so kein Risiko? Ne, kein Risiko. Mit großem Ertragspotenzial. Ich hasse auch Sachen zu kaufen. Eine Katze im Sack mag ich auch nicht. Ja. Ne, deswegen ist mir wichtig, dass meine Kunden zufrieden sind. Vielen Dank. Und Dankeschön für die Insights. Gerne. Dir viel Erfolg, gute Deals und euch auch viel Erfolg und gute Deals.